gekommen ist, dass wir auch ein großes Interesse feststellen, wirklich nochmal genauer hinzuschauen, was steht eigentlich in Schulbüchern drin. Natürlich, dass durch diese Tagung, bei der Migrantenorganisationen sich angemeldet haben, Lehrkräfte, Verlagsvertreter zum einen sagen können, gute Bücher, die es schon gibt, sollen natürlich möglichst in den Klassenzimmern auch ankommen. Das ist sicherlich eine wichtige Feststellung. Ich freue mich auch, dass wir heute die Tagung haben, weil die Tagung jetzt das nochmal konkretisiert und mit Leben füllt, nicht an die vielen Flüchtlinge gedacht, aber die Feststellung, und das ist passiert, das ist eben auch gesagt. Das ist auch ein hoher finanzieller Aufwand, den man dabei hat, das zu entwickeln. Und dann kommt in manchen Ländern ein Kurs. Grundsätzlich ist es ja so, dass Schulbücher, ob digital oder analog, Materialien sind, die im Unterricht eingesetzt werden. Und da sich unsere Gesellschaft verändert, heterogener geworden ist, vielfältiger geworden ist, wir Integration und Inklusion haben, ist es natürlich notwendig, dass die Schulbücher unsere gesellschaftliche Realität abbilden und nicht alte Stereotypen, Vorurteile aufzeigen, die dann wieder diese Vorurteile weiter transportieren. Das macht was mit Kindern und Jugendlichen, wie sie in Büchern dargestellt werden. Und deswegen ist es gut, dass wir hier die Studie haben, die Defizite aufzeigt. Und deswegen ist es gut, dass die Kultusministerkonferenz, die Migrantenorganisation und die Schulbuchverlage eine gemeinsame Erklärung mit einem gemeinsamen Leitbild erarbeitet haben, das handlungsleitend sein soll. Es ist toll, dass die heutige Tagung so viele verschiedene Akteure hier zusammenbringt, im Bundeskanzleramt. Das ist ja auch ein Zeichen, dass das nicht irgendwo stattfindet, sondern hier in der Regierungszentrale unseres Landes. Und es sind Akteure aus unterschiedlichsten Gruppen da, aus Institutionen, aus den Verbänden, aus den Bildungsmedien. Und hier wird in den Workshops noch vertieft diese Frage diskutiert. Und dass so viele gekommen sind, das zeigt, dass wir offenbar hier ein wichtiges Handlungsfeld haben.